Sepp, was machst du da? Wir nehmen ja Video auf. So, Bruder René, jetzt habe ich für dich heute ganz ein wunderbares Ostergeschenk. Ich glaube, dass du die größte Freude hast damit. Jetzt habe ich endlich meinen Hasen, Bruder Sepp. Ich freue mich für dich. Bist du der Osterhase? Warum sprichst du nicht mit mir? Hast du diese Eier gelegt? Bist du also doch der Osterhase? Der Osterhase ist wohl eine der populärsten Figuren in der Osterzeit. Die Kinder suchen in den Gärten zu Ostern Süßigkeiten und Eier, die angeblich der Osterhase dort versteckt hat. Wie kommt das Osterfest zum Osterhasen? Das frage ich mich. Eine Erklärung ist, wir Christen feiern zu Ostern, dass Jesus aus einer Grabhöhle herausgestiegen ist. Zwar nicht in einer Grabhöhle, aber in einer Erdgrube bringt die Häsin im Frühling ihre Jungen zur Welt. Und sie steigen dann sozusagen aus der Erdgrube heraus. Und deshalb ist der Hase, beziehungsweise sind die jungen Hasen, zu einem Symbol für den Auferstandenen geworden. Das ist eine Erklärung, die mir sehr plausibel erscheint. Wir Christen feiern zu Ostern, dass Jesus nicht wie eine Art Scheintoter wieder in das alte Leben zurückgekehrt ist, sondern wir glauben, dass er als der erste der Menschen mit einem ganz neuen Leib aus dem Grab herausgestiegen ist. Es ist ein Leib, der zu einer anderen Dimension der Wirklichkeit gehört. Die Bibel nennt diese Dimension Himmel. Nicht zu verwechseln etwa mit der Stratosphäre oder mit dem Weltall. Wir glauben, dass sein Leib die Grenzen von Raum und Zeit übersteigen kann. Und wir sind überzeugt, dass Jesus uns die Tür öffnet in diesen Bereich Gottes, wo wir für ewig bei Gott geborgen sind. Und deshalb möchte ich jetzt zu Jesus sprechen. Jesus, ich danke dir, ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, dass du mich und dass du uns alle hineinholst in diese ewige Geborgenheit bei Gott.